bevor wir starten, erstmal ein ganz, ganz großes Dankeschön hier an Christoph Grote, dem Chef und Geschäftsführer hier der Oldenburgischen Volkszeitung, dafür, dass wir heute hier zu Gast sein dürfen. Ich erinnere mich noch an den letzten Marketing-Zirkel, der ja recht lang ging. Einer der wenigen Abende, die dafür verantwortlich sind, dass ich teilweise dann doch auch mal Taxiunternehmen brauche. Und Christoph hat sich sofort angeboten und gesagt, Timo, beim nächsten Marketing-Zirkel, ich möchte das auch gerne ausrichten, kannst du mich einplanen als Gastgeber? Von mir aus auch mal kurz guten Tag sagen, herzlich willkommen hier bei uns bei der UV. Unser Produktportfolio ist größer als die Oldenburgische Volkszeitung selbst. Wir haben die UV am Sonntag als Wochenendanzeigenblatt dazu. Und wir haben in den vergangenen Jahren im analogen Bereich angefangen, diverse Magazine zu entwickeln. Das prominenteste ist die Promenade, das Lifestyle-Magazin fürs Oldenburger Münsterland.